Ein fremdes Wesen namens Xatal hat mich gebeten, die Energieversorgung der unterirdischen Stadt wiederherzustellen, indem ich sogenannte Leiter aktiviere. Captain Picard befahl mir, sie zu finden und zu aktivieren. Jo, moin, ihr flügt doch einmal, lieben Landkarten und Kärtchen da draußen. Und mit wieder herzlich willkommen zurück zu Star Trek, der Aufstand, beziehungsweise Hidden Evil. So, ja, wir sind hier immer noch in diesen unterirdischen Höhlen von Baku im Briar Patch. So, warte mal, da hinten kamen wir letztes Mal her. Also gehen wir jetzt einfach mal so hier weiter. Den da können wir schon mal nicht scannen. Fremdartiger Korridor. Unbekannte organische Materialien metaphasisches Gel entdeckt. Okay. Können wir hüpfen? YOLO? Okay, wir können einfach rüberlaufen. Okay. Nice. Können wir hier irgendwie weiter gucken? Ich weiß, das ist da abgebrochen, aber. Hier geht nicht. Jetzt hier hin. Das scannen. Oh ja. Versiegelte fremdartige Tür. Analyse, metaphasisches Gel und unbekannte organische Bestandteile. Durchgang ohne Stromversorgung. Ah, verstehe. Okay, wir müssen also Strom irgendwie herstellen hier. Für diese Tür. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ja, huch. Also wir können hier nicht runterfallen. Also keine Panik. Ich kann hier, wenn ich will, so laufen. Da passiert einfach nichts. Das klingt schon wieder bösartig. Ich nehme einfach mal zur Vorsicht so einen Phaser mit. Kann ja nicht schaden. Au. Warte, da sollten wir jetzt wahrscheinlich nicht durchlaufen. Alles scannen. Hochdruck, Dampfturbinen, Temperatur. Ach, gemütliche 655 Grad Celsius. Druck 367,45. ATM, keine Ahnung, wo das steht. Analyse, absolut tödliches Gebiet. Ah, okay. Metaphasische Leiterplattform. Hohe metaphasische Strahlung. Analyse, Energiequelle. Verstehe, verstehe. Okay. Also ich finde es auch toll, dass der Rekorder offensichtlich zwischen einem absolut tödlichen Gebiet und einem normal tödlichen Gebiet unterscheiden kann. Oh Gott, ich sehe hier gar nicht. Wo laufe ich zurück? Okay, oh. Ich kann hier nicht runterfallen, oder? Nee, okay, gut. Wollte ich nur mal getestet haben. So, dann bleibt noch dieser Gang. Oh nee. Auf einmal, wir sind von da gekommen, naja. Oh, hier haben wir wieder so ein Ding. Das kennen wir schon. Okay. Wir haben ja... Oh stimmt, wir haben hier 9 Talisman eingesammelt. Aber welcher? Also, nach logischer Reihenfolge müsste der hintere der neuere sein, ne? Ich nehme jetzt einfach mal den. Ah ja. Es gibt den. Gibt es den auch mit so einer Verlängerung? Nee, okay, gut. Dann müssen wir den hier nehmen. Lülüt. Ich weiß nicht, ob der halt passt. Der würde passen. Es gibt aber kein kurzes, gerades Stück. Es gibt doch, das. Na komm, probieren wir es mal auch so schlimm. Kannst du ja nicht enden. Ha! Okay. Okay,
hier sind wir definitiv in einem neuen Gebiet, wo wir vorher noch nicht waren. Da vorne sieht es aus, als ob das so eine Art Konsole ist. Oh, die scheint diese Stromdinger da zu bedienen. Okay. Müssen wir noch irgendwas lernen? Bin immer vorsichtig. Okay, gehen wir mal. Oh, Junge! Oh Gott, ja, oh Gottes Willen. Machen wir da irgendeinen Schaden? Das sieht da noch aus. Können wir da. Oh Gott. Wir haben da Strom ausgeschaltet. Können wir uns das irgendwie angucken? Nee. Ganz schnell. Nice. Da ist kaputt. Also gehen wir mal hier rüber weiter. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die Dinger scannen. Jede Info hilft. Fremdartige Plattform. Metaphasische Energieleiter. Zieht Energie aus den Planetenringen. Okay. Freundchen. Ganz ruhig. Oh, ich sehe übrigens gerade. Moment mal. Ich sehe gerade, der Pegel schlägt extrem weit aus vom Game. Jo, dann bin ich wieder. Es dürfte jetzt ein bisschen angenehmer sein von der Geräusch und das Spiel hat leider gar keine Option. Weder Grafik, noch Sound, noch Steuerung, noch irgendwas. Entsprechend pumpt es hier mit Maximum raus, was geht. So, also, was sagt denn unser Tricorder zu dieser netten Schabe da drüben? Fremdartige Leiter? Nee, ich kenne das Viech da drüben. Organische Kreatur unterbricht metaphasischen Fluss. Steht noch ganz unten. Okay. Also dieses Viech da hinten unterbricht den metaphasischen Fluss. Wir sollen den ja eigentlich wieder... Oh Gott. Gottes Willen. Sollen den ja eigentlich wieder herstellen. Die Frage ist nur. Ja, ist ja gut jetzt. Himmel Sakramente. Haben wir noch so ein Hypo? So, da finden wir jetzt mal eins. So. Das Viech, was da drüben ist, unterbricht den Strom. Wir sollen aber den Strom wieder herstellen. Warte mal, wo geht's eigentlich hier hin? Wo wir uns jetzt hier mit dem da hinten. Seht ihr das? Die Dinger gehen nicht wie bei dem anderen nach oben. Sondern das frisst die Dinger. Ich habe nicht das Gefühl, dass das einen Unterschied macht. Okay, wo geht's hier hin? Ist das schon wieder so ein Transporterraum da hinten? Komm, mal ein bisschen Joggi. Ja. Okay. Die ist auch sonst nichts anderes, oder? Naja. Okay, das ist also einfach nur, damit wir hier irgendwann wieder wegbeamen. Das rote Ding da. Ja. Ich will. Kann ich das da bedienen? Du musst die metaphasischen Leiter wiederherstellen. Du musst die metaphasischen Leiter wiederherstellen. Ja, das ist schon klar. Gibt es da vielleicht mal eine Anleitung für? Also, wir müssen das Viech da hinten irgendwie weglocken.
Warte mal. Geh nochmal. Hallo! So, jetzt machen wir es aus. Jetzt hat das Viech keine Nahrung. Was zum... Nein, 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 nein. Ich bin noch ums Eck gerannt. Computerlogbuch, Commander Data. Nachtrag. Ich habe den Kontakt zu Captain Picard und Fähnrich Sovok verloren. Die Sona haben die Kolonie eingenommen und ich begebe mich im Shuttle zur Enterprise. Ups. Ja, okay, kein Problem. Wir haben ja hier einen Savepoint gerade gesetzt. Ein fremdes Wesen namens Xatal hat mich gebeten, die Energieversorgung der unterirdischen Stadt wiederherzustellen, indem ich sogenannte Leiter aktiviere. Captain Picard befahl mir, sie zu finden und zu aktivieren. Okay, jetzt sind wir eh wieder hier an dieser Stelle. Aber warte mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Unterschied mache. Kann ich das vielleicht mit so einer... dann dieser Talismaner. Antikes fremdartiges Gerät ermöglicht Transport zu metaphasischen. Moment, Energieleitern. Das Ding hier ist metaphasisch. Reagierst du darauf? Nicht wirklich. Könntest du nicht erschießen? Das Ding bringt uns auch nicht. Was ist das hier? Antikes Gerät zur Energiespeicherung enthält hohen Anteil. Oh, warte mal. Das hier. Oh, ja. Ich weiß auch, wo ich dich hinbringen muss. Also, vermute zumindest mal. Gott, sieht das widerlich aus. Ja, Freunde, so sehen Bettwanzen aus, wenn ihr eure Matratze nie tauscht, ne? Die werden irgendwann so riesig. Ein bisschen aufpassen, weil hier vorne kommt gleich das andere Viech. Und dann, Lauf! Nein! Ach, Menschenskinders! Computerlock. Ja. Ein fremdes Wesen. Ja. So, was war das jetzt? Das Ding. Putti, 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 putti. Genau. So, wir müssen da lang. Das muss doch irgendwie gehen. Also ich vermute mal, dass wir dieses Viech von der Decke mit dieser riesigen Wanze hier füttern sollen. So, nimm die Kurve. So. So, du sollst. Genau. Komm schon. Nice. Genau, schlürft es von unten aus. Guten Appetit. Fähnrich Sovok an Captain Picard. Ich werde meine Suche von hier aus fortsetzen. Vielleicht finde ich etwas, das Ihnen weiterhilft. Okay, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. So. Jetzt müssen wir noch diese metaphasischen Dinge einmal wieder aktivieren. Huch. Ja, pack mal weg den Phaser. Und aktivieren. Mein Sohn, es ist dir gelungen. Die Leiter bringen wieder Leben in den Kern des Planeten. Können Sie mir jetzt helfen, Captain Picard zu finden? Es ist möglich, mein Sohn. Aber es wird nicht leicht. Ich bin in einem Stasisfeld in meinem eigenen Labor gefangen. Mhm. Warum gefangen? Ich bin die Letzte einer Rasse, die durch die eigene Arroganz unterging. Wir wollten unsere Gene manipulieren, um uns über die Grenzen der Evolution hinaus zu entwickeln. Doch wir haben nur unseren eigenen Niedergang beschleunigt. Ich wurde von meinen Kollegen in Stasis versetzt, in der Hoffnung, ich würde eines Tages ein Heilmittel finden. Doch in meinem Gefängnis kann ich nichts weiter als mich erinnern. Komm in mein Labor. Dort gibt es Geräte, mit deren Hilfe du deinen Captain finden kannst. Mhm. Sovok an Captain Picard. Ich registriere Aktivitäten in meiner Nähe. Überall gehen Maschinen und Lichter an. Haben Sie die Leiter eingeschaltet? Aye, Sir.
Xatal hat erneut Kontakt mit mir aufgenommen. In ihrem Labor soll es Geräte geben, mit denen wir uns finden können. Ausgezeichnete Arbeit, Heinrich. Finden Sie Ihr Labor und melden Sie sich dann bei mir. Ich sehe mich hier weiter um. Pika Ende. Persönliches Computerlogbuch Fenrich Sovok. Nachtrag. Die Wissenschaftlerin Xatal hat mir erklärt, dass bestimmte Geräte in ihrem Labor mir helfen können, den Captain zu lokalisieren. Captain Picard hat mir deshalb aufgetragen, Xatals Labor zu suchen. Oh Gott. Kann das sein, dass das Deckenkrabbler schon wieder aktiv geworden ist? Ja, da gucken schon wieder Stacheln raus und das andere Viech liegt unten. Oh mei. Warte mal, wir gehen jetzt mal... Lauf! Gottes Willen, so. Das heißt, wir können uns jetzt ja wieder hier rausbeamen. So. Brauchen wir natürlich wieder hier... Oh, dann müssen wir den dann jetzt wieder nehmen. Hier sogar. Ja, shit. Ja, das ist der falsche dann. Und wieder an dieselbe Stelle. Na komm, geh da rein. Okay, das heißt, wir brauchen den. Und den können wir dann auch einfach, oder müssen wir hier wieder. Okay, also einmal Rätsel gelöst ist Rätsel gelöst. Ach, hier kommen wir jetzt ganz wieder raus. Gott, müssen wir uns wieder einmal komplett durch? Wobei, war das so? What the fuck? Wow! Free Diamond? Ist das respawned? Ne, warte mal. Hier ist alles andere ist weg, ne? Okay. Hallo. So, können wir jetzt hier mit ihr nochmal reden? Ich meine, wir haben eben erst unten mit ihr gesprochen. Oder, keine Ahnung, ich sag jetzt mal unten dazu. Sovok, was möchtest du wissen? Erzählen Sie mir etwas über diesen Ort. Du befindest dich im Institut. Es war vor langer Zeit das Zentrum des Wissens. Hier lag unsere letzte Hoffnung während des Xenophor-Krieges. Ein Krieg? Sind Sie deshalb die Letzte Ihres Volkes? In unserem eitlen Streben nach Perfektion schufen wir den Xenophor-Samen. Eine genetische Struktur, von der wir hofften, sie würde uns alle erheben. Durch einen Fehler im Samen versuchte er jedoch, seinen Wirt in eine Xenophor-Kreatur zu verwandeln. Den Xenophoren entsprangen zahllose Monster, die unsere Städte verwüsteten und uns davon abhielten, ein Heilmittel zu finden. Wir konnten sie aufhalten, doch zu welchem Preis? Benutze die Portale. Benutze die Portale. Okay, ich hab's verstanden. Also, ich trau... Also, es ist ein Computer, der rot leuchtet. Da muss man jetzt schon generell skeptisch sein im Star Trek-Universum, ja. Dann ist das... Keine Ahnung, Lebewesen Xatal oder Computer Xatal, ich weiß nicht genau, was es jetzt ist, eingesperrt in seinem Labor, in ein Kraftfeld, was andere Wissenschaftler um es herum errichtet haben. Ich weiß nicht, wie viele Warnhinweise man hier noch kriegen muss, um zu begreifen, dass das irgendwie offensichtlich nicht ganz richtig ist. Damit beamen wir jetzt eh nur an zwei Orte. Also kommen wir jetzt eigentlich nur wieder hier durch, in der Hoffnung, dass diese Dämpfe aus sind. Oh, Gottes Willen! Gottes Willen. Ja, die Viecher sind ja random. Die sind ja echt mal da, mal weg. Hier war doch vorhin nichts. Ich höre aber irgendwie immer noch die Dämpfe. Was sonst noch irgendwas machen? Hoch. Druckdampfturbine, das kommt hier überall halt. Da hinten nur noch das. Nächste Zeppleiter. Absolut tödlich. Verstehe ich nicht, wo geht's denn dann weiter? Oh, warte mal, bei der Tür. Ist die Tür jetzt eventuell offen? Bevor wir weitergehen, was hat denn eventuell noch Commander Data zur Situation zu sagen? Fenrich Sovok an Commander Data.
Ich habe die Leiter aktiviert. Ausgezeichnet. Fahren Sie mit Ihrer Suche nach Captain Picard fort. Ich habe herausgefunden, dass die Sona-Rebellen von Urano angeführt werden. Sie haben bereits einen Großteil der Kolonie eingenommen und sammeln jetzt ihre Truppen auf dem Marktplatz. Data, Ende. Ja, okay. Oben bei Data sieht es auch nicht wirklich rosig aus. Geht das jetzt hier um? Okay. Wird. Wo sind wir denn? Ach, wir sind da oben links. Oh Gott, ist das eine kleine Ansicht. Hier ist auch irgendwie nicht mehr alles so ganz in Ordnung. Sie kommen gerade recht. Ich glaube, ich weiß, wie man die Rekombinationsmaschine bedient. Hä? Ist das jetzt... Ey! Du... Oh. Talisman Grotte aufgenommen. Okay, was können wir hier machen? Genetische Eigenschaft eingespeist. Keine. Organismus kann nicht erschaffen werden. Ich kann nur abbrechen drücken. Ist das hier jetzt sowas wie ein Fahrstuhl? Da aber nicht rein. Okay. Ach, warte mal, geht's hier vielleicht weiter? Nö. Und wir jetzt wirklich nur hier drinne, um einen neuen Talisman zu kriegen. Moment. Hier war so ein Transporterraum, ne? Ja, so langsam merkt man sich die Orte hier auch mal. So, La Grotte, Talisman Grotte. Eieiei. Das war die falsche Taste. Moment. Eins. Zwei. Zack. Oh, warte. Tada! Oh. Okay, die greifen uns nicht an. Interessant. Macht die Dämpfe die harmlos? Hallo, Recorder? Fremdartige Höhle unter Rampe. Organische Lebewesen entdeckt. Analyse. Lebewesen sind friedlich und mit Dampfsystem Panzer ausgestattet. Dampf. Ach so, dampfresistentem Panzer ausgestattet. Okay. Aber das sind schon dieselben Viecher, die uns vorher angegriffen haben, oder? So, darum sieht es eher schlecht aus. Da kommen wir wahrscheinlich an der Säule nicht vorbei. Jetzt ist die äußerste Turbine aus, jetzt können wir einfach durch. Nice. Diese kleinen Kreaturen scheinen heißen Dampf zu mögen. So, ne? Wer mag heißen Dampf nicht? Was ist denn das hier? Kann ich das kennen? Hochdruckdampfturbinen. Temperatur 645 Grad Celsius. Absolut tödlich. Das kommt hier auch einfach überall, okay. Ist ja gut. Komm mal, ich habe mich echt schnell da durchbewegt. Und mal da drüben ist ein... Bum, 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 bum. Hier ist ein Hypo. Das ist schon mal nice. Ich glaube, wir sollten noch mal eins nehmen. Wir haben ja ein paar auf Vorrat. So. Dann machen wir auf jeden Fall auch mal...
Okay, Numblock kennt er nicht mehr. So, weiter. Satan? Ja, Sobok. Du bist schon sehr nah. Du befindest dich jetzt in der Grotte. Sie ist aus ursprünglichem, reinem Leben. Alles um dich herum ist erfüllt von metaphasischer Energie. Trotz meiner Fehler hat das Leben hier einen Weg gefunden. Das ist wenigstens ein Trost. Komm, Sobok. Ich will dich unbedingt kennenlernen. Hat noch jemand das Gefühl, dass ich irgendwie der Spinne in ihr Maul reinrenne, in ihren gemachten Nest? Naja. So. Ist mal ganz logisch. Wie kommen wir hier am ehesten durch? Die zwei sind jetzt aus. Wunderbar. Noch ein Hypo eingesammelt. Sie waren kurz vor dir da. Flieh, wenn du kannst. Xatal? Was für eine angenehme Überraschung. Romulaner? General Ratok. Was tun Sie da? Lassen Sie sie frei! Die Suche nach den Geheimnissen des Universums beginnt und endet hier. Dieses arme Wesen ist die einzige Überlebende einer Rasse von Göttern. Xatal, wir haben die Nachricht entschlüsselt, die sie in unserer eigenen DNA versteckt hatten. Wir sind hier wegen des Xenophor-Samens. Der Xenophor-Samen? Wir zerstörten ihn, so wie er uns zerstört hat. Er existiert nicht mehr und kann euch, unsere Nachkommen, nicht mehr plagen. Falsch, alte Frau. Eine Quelle des Samens ist noch übrig. Tut es nicht. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieser Organismus fähig ist. Freu dich, alte Frau. Dein Tod läutet die Geburt einer neuen romulanischen Hegemonie. Stop! Ey. Okay. Ey. Jetzt mach doch, Mensch. Das lief jetzt gänzlich falsch. Also, können wir hier rüber? Nee. Warte mal. Phaser wegpacken. Okay, können wir hier was scannen? Infos sammeln mal. Gar nichts. Okay. Wir sollten auf jeden Fall den Captain und Data updaten, was hier unten vorgeht mit den Romulanern. Fenrich Sovok an Captain Picard. Na super. So viel dazu. Fenrich Sovok an Commander Data. Entschuldigen Sie, Fenrich Sovok. Ich würde Ihnen gerne helfen, doch meine momentane Situation macht es mir unmöglich. Na, so viel dann dazu. Ich nehme jetzt mal den Phaser lieber mit. Aha. Gibt's eigentlich sowas wie Anschleichen? Nee, ne? Energietransformationsleiter. Funktion: Wandel metaphasische Radiation in andere Energieformen um. Okay. Dachte, ich könnte eventuell den Romulaner skinnen. So. Oh, vielleicht sollen wir nochmal so ein Hypo nehmen. Okay, wir sollten uns dabei vielleicht demnächst auch mal wieder mehr bewegen, wenn wir in Kampfsituationen sind. Gibt es hier irgendwo weiter? Ne, hier ist einfach überall Ende. Ah, was ist denn der dabei? Captain, eine Gruppe Romulaner unter der Führung von Admiral Ratok hat Xatal getötet. Sie wollen den Xenophor-Samen reaktivieren, ein Organismus, der vor langer Zeit Xatals Volk ausgelöscht hat. Das sind besorgniserregende Neuigkeiten. Wenn es den Romulanern gelingt, den Samen in eine Waffe zu verwandeln, ist die gesamte Galaxie in Gefahr. Wir müssen einander finden, die Romulaner verfolgen und uns den Samen holen. Es gibt einen Monitor in Xatals Labor. Dort sehe ich, wo sie sich aufhalten. Scheinbar in einer Höhle voller Dampf. Ja, ich habe ein Portal benutzt und bin in einer Art Dampfkammer irgendwo im Institut gelandet. Es gibt eine Brücke hinaus, doch heißer Dampf blockiert den Weg. Ich brauche Ihre Hilfe, um sie zu überqueren. Schnell, es steht viel auf dem Spiel. Persönliches Computerlogbuch Fenrich Sovok. Nachtrag.
Die Romulaner haben die Wissenschaftlerin Xatal getötet. In Xatals Labor benutzte ich eine Art Monitor, um Captain Picard zu lokalisieren. Ich habe Befehl, ihm zu helfen, eine Brücke zu überqueren, die von Dampf blockiert ist. Ja, damit sind wir mal wieder up to date, wo wir eigentlich aktuell stehen. Ich würde aber allerdings sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Aufnahmebreak. Bietet sich zeitlich gerade ganz gut an. Es sind noch gerade keine Feinde offensichtlich in der Gegend. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne kommentieren, abonnieren und liken. Wir sehen uns ansonsten alle in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Mach's mal was.